ersten Mal im deutschen Fernsehen. Wir haben sie exklusiv im deutschen Fernsehen als Premiere. Die Einlegesohle Maximum Support. Ein anatomisches Fußbett zur Entlastung des Fersensporns, aber auch anderer Regionen im Fuß. Was ursprünglich der Entlastung des Fersensporns diente, gibt natürlich eine Mega-Dämpfung. Eine wunderbare Entlastung von Fußschmerzen. Egal, ob Sie einen Plattfuß haben, einen Senkfuß haben, Senkspreizfuß, egal wie Ihr Fuß ist, jeder kann in jedem geschlossenen Schuh diese Sohle nehmen, einfach die Seriensohle raus, diese Sohle rein und oh, dieses Gefühl. Marco, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Genau. Wir haben uns in der Vorbesprechung auch kennengelernt. Vor 2 Wochen hatten wir die große Besprechung hier. Seitdem trage ich diese Sohlen. Warum ist das so angenehm, da drauf zu laufen? Das ist einfach, man läuft einfach korrekter. Ja? Das heißt, man läuft biomechanisch korrekt. Der Schritt wird ausgerichtet, der Fuß wird ausgerichtet, dass man einfach gerade läuft, dass man bequem läuft. Sie ist auch sehr weich im Fersenbereich, dass man wirklich bequem und ansprechend draufsteht. Dass man wirklich wie auf Locken läuft, tatsächlich. Ja. Also ich merke das auch, man steht gerade, weil es wird ja alles korrigiert. Und wenn man sich die Sohle mal, wir haben ja hier die Helle aus dem Einspieler eben, genau, dann sieht man, dass diese Sohle genau so geformt ist, wie es ja der liebe Gott eigentlich mal vorgesorgt hat, ne? Genau, vorgesehen hat für unseren Fuß. Eigentlich, wir haben einige Gewölbe im Fuß, Quergewölbe, Längsgewölbe. Mhm. Und diese Gewölbe... Das ist die Dämpfung, von der ich spreche. Exakt, genau. Wir haben hinten diese Dämpfung. Das Schöne ist, man hat hier 7 mm Polster unterm Fuß und dieses Polster gibt sehr schön nach, hat eine tolle Rückstellkraft. Das kommt wieder zurück in den Ursprungsform. Und wenn wir eben hier im Fersenbereich eben auftreten, dann haben wir einfach eine ganz tolle Dämpfung. Es ist nicht nur gut für die Ferse, sondern auch gut für den Rücken. Ja, weil wir laufen mittlerweile, das haben Sie vor der Sendung gesagt zu mir, man läuft ja sonst immer nur auf Beton. Genau. Und jetzt gehen Sie, Sie kennen das selber, ja? Ich zeige Ihnen das mal eben. Ich nehme mal meinen Schuh raus. Normalerweise, das kennen Sie, ne? Mit der Sohle ist das anders, denn diese Sohle dämpft. Also früher war es so, heute viel weicher. Und Sie sehen, jeder Schuh, Seriensohle raus, die Sohle rein, schon ist der orthopädische Schuh fertig. Genau. Der Fersensporn, das war die Ursprungsidee, weil doch viele Menschen am Fersensporn leiden. Was ist das eigentlich, ein Fersensporn? Fersensporn ist tatsächlich eine Kombination, ein Ergebnis von verschiedenen Problemen, die man haben kann. Das geht mit dem Senkfuß los. Es geht mit zu viel Körpergewicht natürlich weiter, mhm, und das ist einfach viel Belastung. Die Idee ist einfach, die Leute laufen mit festen Schuhen, wie Sie gerade gezeigt haben, ja, auf harten Böden. Und das ist einfach, ja, die Fußmuskulatur verkümmert und dadurch hat der Fuß einfach nicht genug Stabilität, keine Eigendämpfung mehr und er kippt nach innen. Er läuft einfach nicht korrekt und auch nicht gerade. Und das ist einfach das Schöne an der Sohle. Wir können einfach, sie laufen bequem, sie laufen weich und sie laufen halt in der richtigen Richtung sozusagen. Jetzt hat ja, jetzt hier sagen viele von Ihnen, ich habe ja gar keinen Fersensporn, aber ich will auch keinen kriegen. Genau, präventiv ist das natürlich auch zu betrachten. Der Senkfuß geht voraus und der Fersensporn ist praktisch die Ursache, die daraus entstehen kann. Mhm. Es ist so, dass über 90% der deutschen Bevölkerung Senkfüße haben. Senkfüße sind die Plattfüße? Senkspreizfüße. Ein Senkfuß ist praktisch zwischen dem... Da können wir mal eine Tafel einblenden, da können wir das, glaube ich, ein bisschen besser zeigen, was für verschiedene, genau, Fußtypen es gibt. Oben ist der normale zu sehen, ja? Dann in der Mitte der Hohlfuß, da sehen Sie einmal die Auftrittsfläche und einmal von der Seite und der Knickplattfuß. Ja, da würde ich sagen, den habe ich, aber weiß ich gar nicht. Ist auch egal, die Sohle macht ja alles, egal welcher Fuß. Die Sohle kann bei jedem Fußtyp benutzt werden. Genau, sie hat einfach eine flexible Längsgewölbeunterstützung. Das ist eben der Bereich zwischen der Ferse und dem Innenbein. Das ist jetzt hier ein Hohlfuß dargestellt. Der hat im Mittelfußbereich sehr wenig Kontakt. Da passen wir uns aber an durch die Sohle, weil die Sohle eine erhöhte Längsgewölbeunterstützung hat. Mhm. Das ist jetzt der Plattfuß, der Knickplattfuß, der komplett nach innen kippt. Da hat man praktisch kompletten Kontakt zum Boden, was sehr schwierig ist für die Fußmuskulatur. Und dann so das Normale ist der normale Senkfuß. Das heißt, das Gewölbe zwischen Ferse und Innenbein senkt sich etwas ab. Und dadurch, wenn es abgesenkt ist, ist es einfach, ja, nicht so okay. Seit einigen Jahren haben Sie schon viele tausend Menschen glücklich gemacht mit dieser Sohle. Jetzt werden Sie sagen, wie kann denn eine Sohle glücklich machen? Das Gefühl, schmerzfrei zu gehen, auch wenn man den ganzen Tag unterwegs ist und jeder Schuh, egal ob Turnschuh, Stiefel, jeder geschlossene Schuh wird zum orthopädischen Schuh nur durch das Benutzen dieser Sohle. Das ist ja Wahnsinn, oder? Genau.
Das ist einfach komfortabel, ja. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist einfach ein ganz entspanntes, komfortables Laufen. Wir arbeiten präventiv gegen die orthopädischen Probleme, gegen Volksprobleme, Senkspreizfuß. Der Fersensporn wird ganz toll entlastet. Das können wir nachher auch genauer besprechen, wie wir das machen. Also wir sehen hier, hier hinten kümmern wir uns um die Ferse, die Auftrittsdämpfung. Hier haben wir eine Art Massage im Fußgewölbe. Hier vorne wird der Ballen noch massiert. Hier eine kleine Aussparung, die wir gleich auch noch genau kennenlernen. Der Fuß ist immer in der optimalen Lage und hat immer die größtmögliche Dämpfung. Und das bis zu einem Jahr, auch wenn ich jeden Tag drauf laufe. Genau, also die Rücksteigkraft der Einlegesohle ist tatsächlich herausragend, auch nach einem guten Dreivierteljahr, ja, natürlich belastungsabhängig, aber die Dämpfung kommt, das heißt, Rücksteigkraft heißt, die Dämpfung kommt immer wieder zurück, wenn sie den Schritt drauf, die Belastung draufbringen und den Schritt lösen, geht das Material immer wieder in die Ausgangsposition zurück und dadurch haben sie einfach immer wieder die volle Dämpfung unterm Fuß und das eben auch sehr lange. Und das über den ganzen Fuß wunderbar in der originalen Greenfeed Einlegesohle. Wir werden Ihnen jetzt gleich die einzelnen Bereiche vorstellen und werden noch am Skelett mal zeigen, wie so ein Fuß denn eigentlich aufgebaut ist. Wenn Sie jetzt schon sagen, ja, wie geht das denn zu Hause? Passen Sie auf, jetzt nehme ich mal kurz diese hier. So, jetzt nehme ich einfach einen Schuh, ja? Diesen Schuh öffnen Sie. Dann nehmen Sie die normale Sohle raus, habe ich jetzt schon mal gemacht. Dann nehmen Sie diese Sohle rein, zack. Jetzt ist es ein orthopädischer Schuh mit einer Dämpfung, mit einem richtigen Gewölbe, mit einer Massage am Ballen. Wenn Sie sagen, abends möchte ich ein bisschen dickere Schuhe, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, nehmen. Sie öffnen den Schuh, ja, nehmen die normale Sohle raus. Die Passform wird nicht geändert, die Größe müssen Sie nicht anders wählen. Nehmen einfach das Ganze rein und schon ist auch das ein orthopädischer Schuh. Jeder Schuh kann Sie benutzen. Sie nehmen sie immer in Doppelgrößen, 37, 38, 39, 40, 41, 42 oder 43, 44. Doppelgrößen, denn Sie können sie hier oben, da können wir mal ein bisschen näher rangehen, dann sehen wir das, das ist noch so eine Perforierung, da können Sie sie zuschneiden, wenn Sie denn sagen, Sie nehmen lieber eine Zwischengröße und sie sollten ein bisschen zu groß sein, können Sie einfach hier oben abschneiden. Diese Sohle wird Ihr Gehvermögen verändern mit diesen einzelnen wunderbaren Möglichkeiten dieser besonderen Art zu gehen. Wenn Sie sagen, Sie möchten sie haben, die originale Greenfeed-Sohle bekommen Sie im deutschen Fernsehen nur hier, nur jetzt und als Angebot der Stunde haben wir sie auch nur eine Stunde reduziert. Wenn Sie sie morgen zum Beispiel auf unserer Internetseite kaufen wollen, dann kostet sie 34,99. Sie bekommen natürlich immer ein paar, ein links, ein rechts und Sie bekommen sie heute, jetzt und hier für 27,99. Wenn Sie den ganzen Tag stehen müssen, werden Sie diese Druckentlastung lieben. Wenn Sie ab und zu mal Probleme mit dem Fersensporn haben, der ist von jetzt auf gleich wie weggeblasen, er schmerzt nicht mehr. Auch die Prävention bitte bedenken. Denken Sie dran, wenn Sie dazu neigen, dass Sie einen Fersensporn bekommen können, das ist eine Entzündung und ein Druck auf eine Sehne, werden wir gleich noch erklären, das findet nicht mehr statt. Wenn Sie sagen, ach, ich habe immer so durchgetretene Füße, dann werden Sie es lieben, was die Wölbung hier macht. Und wenn Sie dann abends nach Hause kommen und sagen, heute war irgendwie ein guter Tag. Ich habe zwar den ganzen Tag gestanden, bin den ganzen Tag auf dem harten Boden gelaufen, aber es geht mir gut. Ich habe keine Fußschmerzen. Fußschmerzen AD. In 39,40 wird jetzt am meisten bestellt. Und nochmal, jeder Schuh, der geschlossen ist, wird zum orthopädischen Schuh. Eventuell die Einlegesohle, die jetzt da drin ist, rausnehmen. Die ist genau, nur mit zwei kleinen Punkten geklebt meistens. Bisschen dran ziehen ist die raus, da geht auch nichts kaputt. Und dann die neue Sohle rein und fertig. Denken Sie auch bitte an Ihre Turnschuhe, denken Sie an Ihre Sportschuhe, denken Sie an Ihre Schlittschuhe, an Ihre Skischuhe. Ich meine, viele bestellen jetzt gleich zwei, drei Paar. Weil wenn man mal guckt, was man bisher konnte man nur kaufen, entweder nur für den Fersensporn oder nur als Druckentlastung. Oder nur fürs Fußgewölbe. Oder nur für den Vorfuß. Hier ist alles der besten Sohlen vereint. Gucken wir uns mal an, wie die Sohle aufgebaut ist. Denn Sie als Experte haben natürlich viel Know-how und jahrelange Erfahrung reingesteckt. Genau, tatsächlich seit 25 Jahren entwickle ich Einlegesohlen und produziere sie selber. Und das ganze Know-how ist jetzt in diese Sohle geflossen. Ich kann einfach, hier haben wir es nochmal schön dargestellt mit dieser Sohle. Die ist jetzt in hell, normal, Sie bekommen die in dunkel. Nur dann kann man das besser erklären, was da am Fuß passiert. Genau, auf der schwarzen ist es nicht ganz so leicht. Also wir fangen natürlich hinten an, wo wir einrollen mit dem Schritt. Das heißt, der Schritt kommt ja über die Ferse rein. Und hier haben wir natürlich ein leichtes Fersenpolster. Soll heißen, wir haben hier eine schöne Erhöhung, dass das Polster wirklich
in der vollen Stärke unter der Ferse ist, dass sie wirklich angenehm weich auftreten. Das ist das Allerwichtigste. Weich auftreten, das ist einfach bequem. Das ist nicht zu weich, dass es zu schwammig ist, sondern einfach genau die richtige Weichgrad, der weiche Grad einfach. Ja, das empfinde ich auch so. Ich habe sie seit 14 Tagen in Gebrauch. Genau. Ja, da geht es natürlich weiter. Wir haben einen Trick, also viele gehen ja her und entlasten einen Fersensporn mit einer sogenannten Lochentlastung. Die schneiden hier einfach ein Loch rein und dann rückt man da drüber und durch die Entlastung wird der Fersensporn entlastet. Die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Die Idee ist tatsächlich gut und auch bewährt, aber wir haben das etwas anders gelöst. Dadurch, dass Sie erstmal hier über das erhöhte Fersenpolster einrollen, kommen Sie erst gar nicht in den Bereich, wo Sie Kontakt zum Fersensporn haben. Das heißt, dieser Bereich hier, den ich rot markiert habe, der ist tiefer gelegt. Das heißt, wenn hier irgendein Problem entsteht durch einen Fersensporn oder eine Problematik da ist, die einfach hier behandelt werden soll, dann haben wir hier komplette Entlastung, also wirklich wie eine Lochentlastung, nur ohne, dass ein Loch vorhanden ist. Ja, also wir müssen nichts kaputt schneiden, sondern genauso anatomisch geformt, genau, wie es sein muss. Der orthopädische Schuhmacher würde hergehen, würde ein Loch reinfräsen und eine Decksohle drüber machen. Und wir haben das jetzt in dieser Sohle direkt eingebaut sozusagen. Ja, und dann kommt es weiter, dann kommt diese Längsgewölbeunterstützung. Und bevor Sie mit dem Fersensporn draufkommen, rollen Sie eben über die Mittelfußbrücke. Und die ist natürlich sehr wichtig für den Fuß. Die Mittelfußbrücke, das ist quasi das Gewölbe am Fuß, ne? Genau, das ist der Bereich zwischen der Ferse und den Ballen vorne. Dieses sogenannte Längsgewölbe hat ja jeder am Fuß. Ich kann das auch gerne mal an dem Skelett zeigen kurz. Wir können kurz ein Bild einspielen, damit Sie mal das Gefühl haben. Das Gefühl, wenn Sie über diese Sohle mit Ihrem Mittelfuß drüber gehen, ist das Gefühl, als wäre ich mit dem Mittelfuß auf einer Faszienrolle. Tatsächlich, das ist die Grundidee der Sohle. Wir haben zwei verschiedene Behandlungsmethoden kombiniert. Zum einen natürlich die statische Entlastung durch eine Einlegesohle, wie wir sie hier haben. Und die Faszienrolle ist natürlich eine typische Behandlungsmethode bei Fersensporn, weil die Plantarsehne eben mit dieser Faszienrolle ausmassiert wird. Oder alternativ geht man zum Physiotherapeuten und dieser massiert dann diesen Bereich einfach aus. Wir haben das jetzt kombiniert mit dieser Einlegesohle. Also Sie werden sehen, man steht gerade. Die Füße kippen nicht mehr nach innen oder nach außen. Die Füße stehen gerade. Das ist in den ersten Minuten sicherlich ein bisschen ungewohnt, weil die letzten Jahre haben Sie ja viel falsch gemacht. Jetzt machen Sie aber alles richtig. Und dafür sorgt diese Sohle. Sollte es nicht so sein, wie ich es hier sage oder auch der Marco sagt, können Sie sie innerhalb von 30 Tagen zurückschicken. Probieren Sie es einmal aus. Sie werden begeistert sein. Wir gucken uns gleich auch mal so ein Fußskelett an. Jetzt schon ganz kurz der Hinweis. Wir haben gleich schon 500 Stück verkauft. Das machen wir nicht, weil wir irgendeine Sohle haben, sondern weil wir eine Sohle haben, die genau auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Auf die Bedürfnisse, keinen Fersensporn zu haben oder eine Entlastung, wenn Sie einen Fersensporn haben. Wir geben Ihnen das Gefühl, Sie laufen über eine Faszienrolle. Das ist ein schönes Gefühl. Haben Sie schon mal eine Fußreflexzonenmassage bekommen, wo einer mit dem Daumen so reingedrückt hat, unten am Fuß? Das tut gut. Und das Gefühl vermittelt Ihnen die Sohle. Dann die Auftrittsdämpfung. Mega, sage ich Ihnen. Und Schuhe haben wir oft mehrere Stunden an. Jeder Fuß, jeder Schuh wird zum orthopädischen Schuh mit unserer Maximum Support Einlegesohle. Und das sind die typischen Füße, egal welchen Fuß ich habe, die Sohle passt. Genau, das liegt einfach daran, dass sie flexibel gestaltet ist. Das Längsgewölbe ist einfach so flexibel genug, dass es sich an den Plattfuß anpasst. Das sieht man wunderbar, genau. Wenn viel Belastung da ist. Wir haben die Mittelfußbrücke, die auch dem Hohlfuß unterstützt, dass der nicht zu wenig Kontakt hat. Und natürlich der klassische Senkfuß wird auch bei beiden gut gehalten einfach. Also jeder Fuß, das sehen Sie hier nochmal, jeder Fuß wird, oder jeder Schuh wird zum orthopädischen Schuh. Einen hohen Schuh haben Sie, einen Schnürschuh, einen mit einem Reißverschluss, einen Stiefel. Ich habe sie jetzt auch gewechselt. Ich hatte sie erstmal in meinen harten Schuhen, die ich heute anhab. Dann habe ich sie mal in den Sneakers ausprobiert. Dann habe ich sie, als nächstes will ich sie in einem Skischuh ausprobieren. Das habe ich noch nicht gemacht, aber Marco hat gesagt, machen Sie das. Die Leute, die es probiert haben, sind mega begeistert. So, ja, was passiert jetzt mit dem Fuß? Der wird ja, und ich gebe es auch zu, man hat im ersten Moment so ein bisschen, muss man gucken, wie man steht. Und dann denkt man gleich, ach, tut das gut. Ich kann ja gar nicht mehr anders. Dann hat man auch vielleicht ein bisschen Muskelkater, aber das ist ja ein gutes Zeichen. Genau, also der Fuß ist einfach, in normalen Schuhen werden einfach die Füße nicht mehr gut unterstützt. Wir haben aber ein Erfolgsproblem, dass wir zu wenig Fußmuskulatur haben. Man kann jetzt sagen, okay, eine Einlage hilft da jetzt nicht so, aber wir haben natürlich das etwas anders gelöst. Wir haben in dem Bereich der Mittelfußbrücke einfach
wie es sagt, eine Brücke eingebaut, die einfach den Fuß nicht nur massiert, sondern eben diesen Bereich, eben wenn Sie drüber rollen, der ist etwas fester. Sie haben einen kleinen Anstieg darin. Und zwar jedes Mal, wenn Sie hier hochlaufen, ist ein kleiner Anstieg da. Und durch das flexible Material passt sich das, Ihrem Fuß zwar noch an, aber trotzdem zu der Massage gleichzeitig ist dieser kleine Anstieg da. Und deswegen stärken Sie Ihre Fußmuskulatur. Das heißt, die kurze Fußmuskulatur, die für das Halten der Fußgewölbe, der Längsgewölbe vorhanden ist, wird gestärkt. Und das ist der große Vorteil an dieser Einlegesohle. Und immer wieder kommen gerade Menschen bei uns durch. Viele kommen auch gar nicht durch, weil es so voll ist gerade. Bitte Geduld in den Leitungen. Die meistgestellte Frage: Geht das auch bei meinem Schuh und geht das auch bei meinem Fuß? Ja. Es geht nicht in der Sandale. Als ich das erste Mal angezogen habe, es geht in jedem Schuh, der geschlossen ist. Wir wollen eben noch kurz weiter die Sohle einmal zeigen mit dem Skelett. Und dann zeigen wir Ihnen gleich mal Dagmar, die uns dann auch zeigt, wie die Sohle ja beim Gehen denn auch, was sie mit dem Körper macht. Ja, Marco. Ja, genau. Das Skelett ist einfach nochmal schön, um darzustellen, wie der Fuß aufgebaut ist. Wir haben hier das Gewölbe, das eben zwischen der Ferse und dem Innenballen verläuft. Wo ist der Fersensporn? Wo wäre der? Der Fersensporn ist tatsächlich hier in diesem Bereich, wo einfach die Plantarsehne, die sich von den 10 Grundgelenken über das Längsgewölbe bis zu diesem Bereich hier verjüngt. Und an diesem einzelnen Punkt kann es eben zur Kalkeinlagerung kommen. Das ist eine Schutzfunktion. Wie so ein Widerhaken, ne? Das ist wie so ein Sporn, wie so ein richtiger Rosendorn, könnte man sagen, der dann ins Fleisch drückt bei zu viel Belastung. Also wenn man sich wirklich zu stark belastet oder einfach ja, den ganzen Tag unterwegs ist und man hat schlechtes Schuhwerk an, hat man einfach durch den Senkfuß zum Beispiel auch begünstigt. Mit einer höllischen Schmerzen sein, oder? Wenn so ein Dorn ins Fleisch drückt, entzündet sich das halt auch irgendwann und dann tut es halt richtig weh. Viele Ärzte gehen dann her und sagen, okay, wir machen mal Cortison oder irgendwas Schmerzhemmendes, aber tatsächlich wirkt das nicht gegen den Fersensporn. Der Fersensporn wird entlastet durch eine Einlegesohle. Haben Sie das Röntgenbild mal da? Da können Ihnen nämlich mal so einen Fersensporn im Röntgenbild zeigen. Dann können Sie sich ungefähr vorstellen, das wünscht man nicht seinem ärgsten Feind. Das ist ganz, ganz schlimm. Wenn Sie es haben, na Gott lob, dass Sie gerade die Sendung sehen. Weil wir haben die Abhilfe. Und wir sorgen dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt. Genau. Hier hat sich eben bei diesem Patienten dieser Fersensporn, diese Kalkanlagerung dornförmig der Plantarsehne entlang entwickelt. Und wenn sich dieser halt, ja, stellen Sie sich das einfach vor, Sie haben so einen Dorn am Fuß und es drückt ins Fleisch, wie der Ralf schon sagte, das ist einfach unangenehm. Ja. Aber die Lösung gibt es ja dank Ihnen, Marco, nämlich unsere Greenfeed Maximum Support anatomisch geformte Einlage in jeden Schuh, jeder geschlossene Schuh wird zum orthopädischen Schuh, was Sie dann Geld sparen. So, wir gucken mal kurz zu Dagmar rüber und Dagmar hatte... ja, auch teilweise. Sie können mal rübergehen, Marco. Ja. Dagmar ist unser Model und da werden wir Ihnen jetzt mal zeigen, was Sie denn genau an sich verändern durch die Einlegesohlen. Ja. Wenn du dich mal kurz umdrehst, sag mal. Ja. Genau. Die Dagmar hat jetzt auf der einen Seite eine Einlegesohle drin, auf der anderen Seite eben nicht. Und Sie sehen hier ziemlich deutlich, dass sie links die Einlegesohle trägt. Das heißt, wenn man hier eine Achse nimmt, runter bis zur Ferse. Bisschen nach links, genau. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen? So, genau, dass wir genau in der Flucht sehen. Ja. Was sehen wir jetzt da, Marco? Genau, es ist einfach so, die Beinachse, die zur Ferse steht, ist in dem Fuß ziemlich gerade. Da ist die Einlegesohle drin. Hier ist die Einlegesohle drin. Und auf der Seite, wenn wir uns das hier betrachten, geht die Füße runter, aber der Fuß kippt nach innen. Der Fuß ist schief. Und das bewirkt die Einlegesohle. Sie stehen einfach gerade, das heißt, sie rollen schon mal gerade ein. Das heißt, der Schritt wickelt sauber rein und sie können einfach gerade hinausrollen. Das heißt, die Sohle sorgt immer dafür, dass ich gerade stehe, auch in meinem Gelenk. Genau. Liebe Zuschauer, das ist natürlich der Hammer, wenn Sie sich das mal überlegen. Da sehen Sie das noch mal in groß. Links vorher ohne Sohle, genau. Rechts durch Ihre sagenhafte Erfindung. Tatsächlich. Das Längsgewölbe wird einfach unterstützt. Das ist einfach der große Vorteil. Das ist auch wichtig. Das Sprunggelenk, das Knie, auch die Hüften, alles begradigt sich. Man läuft einfach korrekt und gerade. Ja. Und man muss dazu sagen, Sie waren bisher auf Fachmessen nur vertreten, bis dann wir
auf der Fachmännermesse darauf aufmerksam geworden sind und haben Sie dann gebeten, die Sohlen doch bei uns auch zu vermarkten. Wir haben denen eine größere Menge bei Ihnen abgenommen. Deswegen haben wir den günstigsten Preis am Markt. Das darf ich, glaube ich, stolz sagen, oder? Sie sagen, ja. Ja, wir haben den günstigsten Preis am Markt. Und es ist nicht irgendein Experte, der an meiner Seite steht, sondern der Marco Fatke ist Orthopädie-Schuhtechniker, also einer von den Menschen, wo Sie normalerweise auf Rezept, wenn Sie ein Rezept haben, vom Orthopäden hingehen und sich dann eine Sohle machen lassen. Die ist aber dann teurer, eine maßgefertigte Sohle. Ja, genau. Also je nach Krankenkasse kann der Eigenanteil tatsächlich bis zu 70, 80 Euro betragen. Und da haben Sie eine fachlich angefertigte Einlegesohle, aber sie ist natürlich erheblich teurer, schon durch den Eigenanteil. Haben wir hier eine Alternative für maßgefertigte? Sogar mehr als eine Alternative, da dieses Konzept der Fersensporn-Entlastung und der Fußaufbau durch die Muskulatur einfach einmalig bisher ist. Das gibt's in dieser Form kein zweites Mal. Und aufmerksam geworden sind wir unter anderem auch, weil die Apotheken, eine Apothekenzeitschrift oder Apothekenblock, hat diese Sohle getestet. Das wollen wir Ihnen mal ganz kurz zeigen. Das sind gerade die. Zeigen wir sofort. Das waren gerade Bewertungen, die können wir aber auch gerne zeigen und vorlesen. Das waren nämlich Kundenbewertungen von Ihnen, Marco. Genau. Sie haben die bisher nur an die Endverbraucher direkt verkauft, ja, für mehr Geld. 5 Sterne hören wir hier, sehr angenehm zu tragen. Ich trage die Einlagen jetzt seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden. Ohne Schmerzen durch den Fersensporn und keine Fußschweißentwicklung durch die Einlagen. Das ist auch nochmal ein positives, es ist ein trockenes Gefühl im Schuh. Sie können sie übrigens auch unter der Handwäsche ganz einfach säubern. Werde ich wieder kaufen, sehr angenehm zu tragen, sehr gutes Produkt. Diese Einlage hält, was der Hersteller verspricht. Sie passt beinahe in jeden Schuh und verschafft sofortige Erleichterung. Sie ist jeden Cent wert. Sehr gutes Produkt. Ich trage diese Einlagen in meinen Wanderstiefeln und habe keine Schmerzen mehr. Liebe Zuschauer, probieren Sie es aus. Diese Sohle macht aus, habe ich die richtige? Ne, die Seite nehme ich mal. Jeder Schuh, ja? Der tritt ja irgendwann durch. Ist der noch so ausgelatscht? Falsche Seite? So, die Seite, die muss ich nehmen? Ja, genau. Ja, die ist richtig. So, nee, geht nur links und rechts. So, einfach rein, zack, fertig. Sie nehmen die normale Sohle raus, diese Sohle rein. Und das ist jetzt ein orthopädischer Schuh. Hätten Sie nicht gedacht. Der hat jetzt eine Auftrittsdämpfung. Sie haben in diesem Schuh jetzt keine Fußschmerzen mehr, weil die Sohle optimal alles vorgibt. Die Wölbung, die Aussparung für den Fersensporn, die Dämpfung, der Fuß knickt nicht mehr zur Seite, links oder rechts. Auch das macht die Sohle. Und dann werden Sie sich fragen, wofür ist denn hier diese Ausbuchtung? Der Marco Fatke ist so schlau, dass der weiß, dass alle da eine Ausbuchtung brauchen. Ja, das kann ich gerne nochmal am Skelett zeigen, ja, unbedingt, was da jetzt so entscheidend drin ist. Und zwar hat jeder Mensch hier am Mittelfußknochen so einen Höcker. Das ist der Höcker des 5. Mittelfußknochens. Und an diesem sind viele Bänder und Sehnen, die einfach für die Bewegung an sich, sowohl für die Bewegung nach innen, für das Heben, für das Senken des Fußes, sondern für die Außen- und Innenrotation. Mhm. Und wir haben jetzt hier eine Einlegesohle mit einer Schale. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie rollen jetzt... Zeig mal wieder am hellen Muster hier. Genau. Sie rollen jetzt eben mit Ihrem Fuß über diese Schale und diese Mittelfußbrücke und haben hier an dieser Außenseite diesen Knochen. Mhm. Das ist natürlich unangenehm. Und wir haben gesagt, okay, das kann Probleme geben. Also legen wir es tiefer, dass die einfach nochmal richtig komfortabel wird auf einmal. Und das passt dann da rein? Das passt da rein. Und ich habe sogar die Fußgröße rein. Das heißt, der Fuß rollt hier genau durch. Und in diesem Bereich ist es dann einfach tiefer gelegt. Ja? Wir haben hier den Knochen genau im Loch. Genau. Kann auch nochmal zeigen, wenn man es gut sieht, hier in diesem Bereich, dass eben hier der Fersensporn-Ansatz etwas tiefer gelegt ist. Ja. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt gerade über eine Minute Wartezeit am Telefon. Wir haben gleich schon 1000 Sohlen verkauft. Viele bestellen 2 Sohlen. Das ist natürlich eine tolle Vorschusslorbeeren, die Sie Marco und uns hier geben. Probieren Sie es bitte aus. Wenn Sie Fußschmerzen haben, Schmerzen sind ein ganz unangenehmer Begleiter im Alltag, deswegen schalten Sie die Schmerzen aus. Und probieren Sie bitte diese Sohlen aus. Denken Sie an die Fußdämpfung, denken Sie an den Fersensporn, den Sie entweder haben, der Sie dann nicht mehr schmerzt, oder den Sie gar nicht erst bekommen. Und der Apothekenblock, der Test liegt uns jetzt vor,
Die haben bei ihnen angefragt und dann haben wir gesagt, dürfen wir den noch zeigen. Orthopädische Einlegesohlen, zuverlässige Entlastung für schmerzende Füße durch die Greenfeed Maximum Support Fersensporneinlagen. Das sind die, die Sie jetzt bei uns für 27,99 bekommen. Wollen wir mal kurz das Fazit vorlesen? Wir scrollen mal ganz zum Schluss. Da sehen Sie jeder Schuh. Ja? Da ist dann genau, wie das technisch ausgereift ist, dass das praktisch ist, weil es schnell wieder raus und reinzunehmen ist, dass es abwaschbar ist, dass es einen trockenen Fuß haben Sie immer, wenig Geruchsbelästigung. Fazit. Ja? Das lese ich Ihnen mal vor. Mit den Greenfeed Maximum Support Fersensporneinlagen erhältst du, hier werden Sie geduzt, erhältst du ein erstklassiges orthopädisches Produkt gegen Fehlstellungen des Fußes. Wahnsinn. Sie unterstützen sich dabei, akute Entzündungen zu bekämpfen und Schmerzen vorbeugend zu begegnen. Nicht zuletzt, aufgrund der langen Haltbarkeit, stimmt bei Kosten von weniger als 30 Euro auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Einlegesohlen verbessern deine Lebensqualität deutlich und erhöhen die Chancen auf Mobilität bis ins hohe Alter. Durch die Entlastung der Ferse bei gleichzeitiger Stützung des Fußgewölbes tragen sie zu mehr Komfort im Alltag bei. Unsere Tester empfehlen die Greenfeed Maximum Support Fersensporn-Einlegesohlen ohne Einschränkung. Und diese Menschen, die hier testen, kriege ich Gänsehaut. Diese Menschen, die das hier testen, das sind ja, ist ja Fachpersonal. Genau. Das sind ja Fachleute, die das sind testen. Tatsächlich Redakteure, die sich im Gesundheitsbereich bewegen. Das heißt, die haben tatsächlich Ahnung von dem, was sie da schreiben. Und auch Menschen, die es getestet haben, die bei Ihnen bisher in Ihrem Geschäft gekauft haben, die sagen, ich trage die Einlagen jetzt schon ein paar Wochen und bin sehr zufrieden. Ohne Schmerzen durch den Fersensporn und kein Fußschweißentwicklung durch die Einlagen. Werde ich wieder kaufen. Diese Einlage hält, was der Hersteller verspricht. Sie passt beinahe in jeden Schuh und verschafft sofortige Erleichterung. Sie ist jeden Cent wert. Ich trage diese Einlagen in meinen Wanderstiefeln und habe keine Schmerzen mehr. Und ich frage Sie jetzt ehrlich, was ist es Ihnen wert, wenn Sie keine Fußschmerzen mehr haben? Und der Fußtyp spielt keine Rolle, Marco. Tatsächlich, ja. Wie gesagt, wir können mit der flexiblen Einlegesohle, mit der Mittelfußbrücke jeden Fußtyp unterstützen. Ob es normal, Senkfuß, der Hohlfuß oder auch der Knickfuß ist. Hier haben wir zum Beispiel einen Hohlfuß. Durch die Mittelfußbrücke können wir eben hier für viel Kontakt sorgen. Das heißt, Ferse und Vorfuß sind entlasteter, weil sich der Druck besser verteilt. Bei dem nächsten Plattfuß ist es einfach so, dass das stark abgesenkte Gewölbe wirklich unterstützt wird. Dadurch richtet sich der Fuß auf, gleichzeitig auch Knie und Hüfte natürlich. Und zum Schluss bis zum Knie und der Hüfte. Genau, man muss den Fuß, der Fuß ist unser Fundament, der Fundament unseres Körpers. Und wenn der Fuß nicht passt, dann passt es einfach nicht. Genau. So, jetzt wollen wir ganz kurz über die Größen sprechen. Sie werden jetzt sagen, welche nehme ich denn? Wenn Sie zwischen zwei Größen tendieren, dann bestellen Sie bitte die größere Größe. Sie können sie ja notfalls mit der Schere an der Spitze etwas abschneiden. Hier haben wir mal die Größen, wenn wir jetzt mal die mittlere nehmen, die 39,40, die übrigens jetzt am meisten verkauft wird. Da haben wir eine Länge der Sohle von 263 mm. Deswegen der Tipp vom Fachmann, alte Sohle raus. Abmessen, die bestellen. Am einfachsten ist es tatsächlich so, also dieses Maß geht jetzt wirklich von hier exakt hinten bis von genau der Ferse an die Spitze. Bis zum, ja. Und Sie legen die alte Decksohle auf die Einlegesohle drauf, markieren sich das vielleicht mit einem Stift oder schneiden einfach an der Sohle, an der Decksohle entlang und dann haben Sie genau die passende Einlegesohle dann. So, noch sind alle Größen da. Bei 39,40 sollten Sie schnell sein, weil die ist am meisten angefragt. Sie ist für Herren und Damen gleichermaßen, oder? Genau, also sie wird natürlich mit den Größen etwas breiter, aber wir haben einen flexiblen Rand. Das kannst du auch gerne zeigen, dass sie wirklich etwas nachgibt, wenn der Fuß breiter ist. Aber wenn der Schuh enger ist, gibt er ein bisschen nach innen nach, sodass sie sich wirklich die halbe Größe, die es mal vielleicht nicht passt, einfach wirklich selber anpasst. Weil sie auch so ein viskoelastisches Material hat, so ein besonderes. Genau. Und jetzt habe ich 100 Kilo und habe aber nicht das Gefühl, dass ich die durchtrete. Das heißt, die halten auch ein Jahr. Ihre viskoelastische Elastizität. Genau. Das ist die sogenannte Rückstellkraft, die dieses Material besitzt. Das heißt, das Material kommt nach jedem Schritt wieder in die Ausgangsposition zurück, sodass Sie mit jedem neuen Schritt wieder die volle Dämpfung unterm Fuß haben. Jetzt haben wir im Vorfeld auch gesprochen darüber, dass es Menschen gibt, die haben Hüft- und Knieschmerzen. Denen wurde auch hiermit geholfen.
Genau. Ist das realistisch? Tatsächlich, deswegen, wie gesagt, man muss das als Ganzes betrachten. Es geht beim Fuß los, man tritt auf. Die Längsgewölbeunterstützung sorgt dafür, dass der Fuß aufgerichtet ist. Dadurch richtet sich das Sprunggelenk. Das Knie begradigt sich, weil man ja durch den Senkfuß nach innen kippt. Begradigt sich das und ja, wenn jetzt der gesamte untere Bewegungsapparat Chaps ist, dann ist auch die Hüfte in Mitleidenschaft gezogen. Und so dich können wir auch sagen, mit der Einlegesohle korrigieren Sie den kompletten Gang. Liebe Zuschauer, jeder Schuh, Ihr Turnschuh, Ihr Wanderschuh, Ihr Schlittschuh, Ihr Schnürschuh, Ihr Stiefel, Ihr Slipper, Ihre Boots, jeder geschlossene Schuh, klar, bei einer Sandale geht's nicht, ist logisch, aber jeder geschlossene Schuh wird zum orthopädischen Schuh, auch wenn der ausgelatscht ist, hier die Sohle benutzen. Allein die Auftrittsdämpfung hinten, dann die Aussparung für den Fersensporn, dann diese Faszienrolle hier für den Hohlfuß, ja, super. Dann hier vorne, über diesen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen. Warum ist hier eine Wölbung unter dem Vorfußknochen? Ja, das kann ich gerne noch mal am Skelett zeigen. Mhm. Das ist der sogenannte Spreizfußunterstützer. Dann lege ich die mal genau hier hin. Genau. So. Wir können auch diesen da drauflegen, dann sehen wir eben, dass dieses Gewölbe tatsächlich zwischen Innenballen und Außenballen durch diese Pilotte oder Spreizfußunterstützung angehoben wird. Das heißt, nicht die Zehen Grundgelenke, sondern die Mittelfußknochen werden angehoben und dadurch entlasten wir die Zehen Grundgelenke, die beim klassischen Spreizfuß als erstes schmerzen einfach. Man sieht richtig, wie das Skelett sich hier wohlfühlt und es wird automatisch, wir haben jetzt kein Fleisch, keine Muskulatur da drumherum, ja, aber es wird immer in die optimale Lage gebracht. Genau, das ist vor allem stabil. Also man sieht es auch, wenn jetzt ohne Einlegesohle, ja, kippt das Ding auch einfach mal ganz schnell um. Wenn wir es auf diese Einlegesohle draufstellen, dann kippt das halt nicht. Ja? Also sie haben einfach mehr Stabilität, nicht nur im Rückfuß, sondern auch im Vorfußbereich durch diese Spreizfußunterstützung. Wir drehen das einmal um und zeigen das mal von hinten. So, weil normalerweise knickt der nach innen, jetzt übertrieben dargestellt. Sobald ich aber jetzt das auf die Einlegesohle, steht der Fuß gerade. Also nochmal, so, falsche Sohle oder ohne Sohle, mit Sohle, immer gerade. Und das können wir beweisen, ne? Das können wir beweisen auch, genau, indem wir nochmal zeigen, unsere Fotos von Dagmar. Und das ist schon ordentlich, oder? Genau. Also was hier, sehen wir hier genau? Hier sieht man es tatsächlich auf der linken Seite, ist der rechte Fuß ohne Einlegesohle, das heißt, der Fuß kippt nach innen. Man sieht es deutlich, dass die Wölbung nicht vorhanden ist. Hier haben wir noch mal ein Beispiel. Der Schuh ist etwas stabiler, aber auch hier ist es trotzdem zu erkennen, dass links ohne Einlegesohle einfach nach innen kippt und rechts ist er wirklich pfeilgerade. Und ja, man läuft einfach gerade. Das ist ein großer Vorteil. Und nochmal, ich kann das nur bestätigen. Ich zeige es noch einmal. Ich ziehe meinen Schuh noch mal aus. Das ist jetzt wirklich kein neuer Schuh, das ist ein ganz normaler Schuh. Und der hat halt den Nachteil, so, da ist jetzt die Sohle drin, dass der bei jedem, das geht bis in den Kopf. Wenn ich aber die Sohle drin habe, es ist eine Auftrittsdämpfung. Aber auch der ganze Fuß, und das ist jetzt ein 45er Schuh, ich habe die 44er Sohle hier drin, das passt einwandfrei. Und passen Sie auf, so groß bin ich ohne und so mit. Ich habe das Gefühl, ich bin noch ein bisschen größer, weil ich wahrscheinlich gerade stehe, oder? Genau, also sie richten sich selber auf und gleichzeitig ist natürlich etwas mehr Polster unterm Fuß und dieser Polster wird ja zur Dämpfung gebraucht. Ja. Wir gucken uns das noch mal drüben bei Dagmar an. Sie dürfen noch mal mit dem Lineal rübergehen, Marco. Und Sie bitte Geduld in den Leitungen, ja, weichen Sie auch aus aufs Internet umdrehen, und bitte in die App. Genau, also die Dagmar trägt auf der einen Seite eine Einlegesohle, auf der anderen Seite eben nicht. Mhm. Sie sehen ganz deutlich, dass links die Einlegesohle drin ist und rechts sehen Sie es hier, dass sie wirklich keine Längsgewölbeunterstützung hat, wenn man den Fuß runtergeht. Hier ist ein ziemlicher Knick, Senkfuß, fast sogar ein Plattfuß vorhanden. Und hier haben wir einfach die Achse und dass der Fuß eben nach innen kippt, liegt daran, dass keine Unterstützung da ist. Dass die Fußmuskulatur hält das Gewölbe nicht mehr. Auf der anderen Seite mit der Einlegesohle sehen Sie es einfach, dass hier wirklich eine schön gerade Linie entsteht. Und Sie laufen einfach dadurch viel gerader rein. Also liebe Zuschauer, wir haben jetzt noch 848 Stück da. Es ist die einzige Sendung in diesem am heutigen Tag, überhaupt in dieser Woche, in diesem Monat, die einzige Präsentation, in welcher Sie als Angebot der Stunde diese Premiere kaufen können.
Und ich kriege ja so ein bisschen mit, was da gerade in den Leitungen los ist. Und ich finde es toll, dass sie etwas für sich tun. Man ist ja unsicher. Was soll man denn eigentlich machen? Soll man das viele Geld ausgeben und sich maßgefertigte Sohlen machen lassen? Und womöglich habe ich damit gar nicht den Erfolg? Und genau da setzt die Erfindung von Greenfeet an. Genau da setzt unser Experte an, der orthopädische Schuhtechniker, der sagt, ich habe etwas entwickelt, Greenfeet, wie auf einer grünen Wiese barfuß laufen, was Ihnen eine sofortige Druckentlastung gibt, was Ihnen Hilfe gibt beim Fersensporn oder diesen gar nicht erst entstehen lässt, wo Sie immer das Gefühl haben, Sie würden eine Fußmassage bekommen und auch der Vorfuß immer optimal gelagert. Es ist einfach mega, dieses Gefühl, in diesen Sohlen, auf diesen Sohlen zu gehen. Und Ihre Frage ist bestimmt jetzt, ob das wohl bei meinen Schuhen auch geht? Ja, das geht bei jedem geschlossenen Schuh. Ich trage die Einlagen jetzt seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden, sagt ein Kunde, der die Sohlen bisher beim Marco gekauft hat. Ohne Schmerzen durch den Fersensporn und kein Fußschweißentwicklung durch die Einlagen, die übrigens auch unter der Handwäsche ganz einfach gewaschen werden können. Werde ich wieder kaufen, das ist toll. Diese Einlage hält, was der Hersteller verspricht. Sie passt beinahe in jeden Schuh und verschafft sofortige Erleichterung. Sie ist jeden Cent wert. Ich trage diese Einlagen in meinen Wanderstiefeln, auch das. Und Sie fragen sich jetzt, ja, was habe ich denn für Füße? Marco, spielt keine Rolle. Die genau. Fußtypen gibt's und bei allen Fußtypen dürfen wir sie benutzen. Genau, ob es der Normalfuß, der Hohlfuß, der Knickfuß ist, die Einlegesohle ist flexibel genug und optimal anatomisch angeformt, dass sie wirklich für jede Fußform passt. Mhm. Wie kann ich denn selber feststellen, was ich eigentlich für ein Fußtyp bin? Ja, da gibt es einmal einen ziemlich einfachen Trick. Jeder hat ein Bad, jeder hat Fliesen, jeder geht duschen. Einfach mal aus der Dusche herausgehen, mal ein paar Fußabdrücke auf dem Boden und einfach zum Beispiel mit diesen Grafiken, die hier eingeblendet werden, vergleichen. Dann weiß man ziemlich genau, wo man liegt, ob man kompletten Kontakt zum Boden hat, wie hier beim Knick-Plattfuß, oder ob man zum Beispiel ein Hohlfuß nur im Ferse- oder Vorfußbereich ist. Der normale Senkfuß hat so ein bisschen Gewölbe und ziemlich viel Kontakt schon. Das sehen wir hier gerade. Das ist einfach, die Sohle passt sich einfach an, sie ist flexibel genug und gleichzeitig durch die Mittelfußbrücke auch stabil genug. Und man kann es auch von außen sehen, hier links ohne, rechts mit Einlegesohle. Genau, also auf der linken Seite kippen sie komplett nach innen, das ist die Dagmar gewesen, die hat einen gleichen Knick, Plattfuß wahrscheinlich sogar. Sie kippt nach innen und dadurch können wir hier mit der Einlegesohle, wie rechts dargestellt, wirklich schön dieses nach innen kippen auffangen, sodass sie gerade läuft. Liebe Zuschauer, jetzt werden Sie fragen, geht das auch in meinem Schuh? Jeder geschlossene Schuh von der Größe 37 bis zur Größe 44 wird zum orthopädischen Schuh. Sie können die Sohle, die jetzt drin ist, rausnehmen. Die brauchen Sie dann nicht mehr. Die neue Sohle legen Sie rein. Wenn Sie die Längen interessiert, da haben wir hier die Länge. Zum Beispiel 43-44 ist 288 mm lang, die Sohle. Sie können sie an der Spitze auch noch zuschneiden, wenn sie zu lang sein sollte. Genau. Wir haben Doppelgrößen. Also bitte nehmen Sie dann, wenn Sie zwischen zwei Größen schwanken, die größere Größe. Marco, was sagen denn Menschen? Also ich hatte direkt so einen Aha-Effekt. Was sagen denn Menschen, die zum ersten Mal die Sohle in den Schuh geben und erst mal reinsteigen? Also für viele ist es, für die meisten, das ist erstmal ungewohnt, weil es natürlich ein ganz neues Gefühl beim Laufen ist. Die Unterstützung ist bemerkbar, man spürt sie. Das nach innen kippen, was wir gerade schon hatten, wird natürlich reduziert und verhindert sogar. Und sie laufen total bequem. Wie gesagt, dieses typische wie auf Wolken laufen ist hier wirklich Programm. Sie laufen bequem, sie haben eine langanhaltende Dämpfung und sehr gute Unterstützung. Wir haben ja eben vorgelesen, Sie haben auch sogar Dankesbriefe schon bekommen. Und normalerweise sind Sie auch in Ihrer Werkstatt. Sie haben also wirklich in Deutschland eine eigene Produktionsstätte, wo Sie selber Sohlen herstellen. Genau, da designe ich und entwickle sie mit. Da bin ich zum Beispiel zu sehen, wie ich die Einlegesohle gerade beziehe und das Finish schleife, dass es eben gut aussieht. Wie lange machen Sie das schon? Ich bin seit 25 Jahren orthopädischer Schuhmacher. Ja. Ich habe in den 90er Jahren angefangen, war mein erster Beruf, habe den auch bisher fortgeführt. Bin jetzt eher mehr in der Entwicklung, aber es macht immer noch sehr viel Spaß. Und dazu gekommen sind Sie, als Sie als junger Mann im Krankenhaus waren und konnten nicht mehr gut laufen. Ja, genau. Ich war, naja, wie alt war ich? 12, 13. Ich bin im Krankenhaus rumgesprungen, hatte eine Operation. Rumgesprungen ist leider falsch ausgedrückt. Ich bin mit dem Rollstuhl rumgefahren und irgendwann bei uns in der Klinik, in der Orthopädie-Fachabteilung rausgekommen. Und da war eine Orthopädie-Schuhtechnik und da habe ich mir einfach mal reingesetzt und fand das tatsächlich sehr interessant.
nach ein paar Praktiken habe ich dann auch 2, 3 Jahre später angefangen. Ja, und das ist jetzt aus Ihrem Herzblut, aus Ihrer Erfahrung und aus den Wünschen der Kunden ist das entstanden? Genau, also einfach wahnsinnig viele Kunden mittlerweile mit Kundenerfahrungen, die ich hier als komplettes Fachwissen in diese Sohle gepackt habe. Mhm. Dadurch habe ich jetzt wirklich eine Sohle geschaffen, die unglaublich toll hilft. Trotzdem nicht viel belastet, wahnsinnig leicht ist, sie ist waschbar. Also die Grundidee war, eine Entlastungssohle für den Fersensporn oder eine Sohle zu entwickeln, die den Fersensporn gar nicht entstehen lässt. Fangen wir da noch mal an. Das, wir sehen, also hier hinten, da ist eines der Herzstücke der Sohle. Wir zeigen das an der hellen, da kann man besser die einzelnen Segmente sehen. Genau, also wir sehen, treten einfach sehr bequem hier auf dieser erhöhtes Fersenpolster. Das ist tatsächlich nicht flach, also es geht nicht einfach nur nach unten, sondern es ist etwas erhöht in diesem Bereich, sodass sie wirklich schön viel Dämpfung unter der Ferse haben. Wir zeigen das nochmal. Hier geht es um die Entlastung, weil da ist der Fersensporn. Genau, der Fersensporn ist dann etwas weiter vorne. Das heißt, die Ferse tritt auf und die Entlastung im Fersensporn entsteht hier in diesem rot markierten Bereich. Dadurch haben wir einfach hier eine Tieferlegung, eine sofortige Druckentlastung. Das heißt, trotzdem die Dämpfung hinten. Das ist einmal eine Tieferlegung, eine Aussparung in dem Sinne, könnte man sagen, dass der Ansatz des Fersensporns von der Plantarfasziessehne einfach hier entlastet wird. Ich habe auch die Plantarsehne auch mal hier auf einem Bild. Dass man sich das vorstellen kann, was ist da eigentlich los im Fuß? Warum macht der bisher Schmerzen und macht das jetzt nicht mehr? Also hauptverantwortlich für den Fersensporn ist die Plantarsehne, die sich eben dann von den 10 Grundgelenken eben bis zum Ansatz des Fersenbeins, eben verjüngt. Und hier entwickelt sich dann eben dornförmig der Fersensporn. Den kann ich auch noch mal zeigen. Das ist ein Röntgenbild. Und wer das mal hatte oder jemanden kennt, der das hat, das müssen höllische Schmerzen sein. Martin, genau, ne? Also es bildet sich Kalk an diesem Ansatz vom Fersenbein. Und dieser Kalk bildet sich entlang der Plantarsehne dornenförmig. Und dieser Dorn ist Kalk also fest und drückt ins Fleisch. Und wenn sich das entzündet, tut es einfach weh. Wenn ich das operieren lasse, wie lange muss ich dann auf Krücken laufen? Ja, ziemlich lange. Ja. Das ist natürlich von Typ zu Typ unterschiedlich. Wichtig ist, Behandlungsmethoden gibt es tatsächlich einige. Also es gibt welche, die spritzen Cortison gegen die Entzündung. Aber den Fersensporn, der ist immer noch da. Dann gibt es viele, die sagen, wir gehen nur zum Physiotherapeuten. Ja, aber der Fersensporn bleibt immer noch da. Es ist nur die Plantarsehne entspannt. Und dann baut man ja ab, weil man geht dann in eine Schutzhaltung. Und dann kann man überhaupt nicht mehr, man wird immobil. Und da ist die Sohle eine echte Alternative. Genau, also man gewinnt ein Stück Lebensqualität zurück. Dadurch, dass man einfach bequem laufen kann, schmerzfrei laufen kann. Also schmerzfrei ist natürlich hier das Entscheidende. Wir haben wirklich eine komplette Entlastung in diesem Bereich. Wir können hier in diesem Bereich wirklich sagen, da ist kein Kontakt mehr mit dem Fersenbein, mit dem Fersensporn. Und die Entlastung ist das Wichtigste. Und die Massage der Mittelfußbrücke ist dann die zweitentscheidende Idee. Dieses Gefühl. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir auch ständig eine Fußmassage bekommen, wenn wir hier das Gewölbe sehen. Auch das ist immer so formbar, dass es automatisch den Fuß in die von Gott gegebene Funktion und Situation bringt und Form. Genau, also es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Füße und Fußtypen und unterschiedliche Schuhe. Aber Fakt ist, man hat zwischen dem Fersen und dem Innenbein dieses Längsgewölbe. Und dieses Längsgewölbe wird halbwach unterstützt. Es ist ein ganz spezielles Material. Ich fasse das hier gerade an. Ich weiß ja, dass es nicht nachlässt. Es gibt nicht nach. Also es gibt nach, aber es geht immer wieder in den Ursprungszustand zurück. Genau, die Rücksteigkraft ist einfach sehr gut bei dieser Einlegesohle. Und deswegen haben wir zu der Superdämpfung auch eine tolle Unterstützung. Denn in diesem ganzen Schaum ist eben auch ein Mittelfußkern, eine Mittelfußbrücke eingebaut, die etwas fester ist, die eben dafür sorgt, dass der Mittelfuß eben ausmassiert wird. Und auch hier vorne haben wir noch mal so eine Stelle, die auch noch mal wunderbar im vorderen Bereich eine Dämpfung gibt. Und auch die Breite wird immer optimal gehalten. Es hat alles seinen Sinn. Ein Megamaterial. Die Original Greenfeed-Sohle, wenn sie mal schmutzig ist oder wenn sie mal irgendwie ein paar Flecken drauf haben, einfach unter fließendem Wasser abspülen, über Nacht trocknen lassen, am nächsten Morgen wieder in die Schuhe. Denn jeder Schuh kann damit benutzt werden. Genau, also wirklich einfach ohne Seife, einfach ganz normal. Mal auswaschen kurz, trocknen, bitte nicht auf die Heizung legen, aber Luft trocknen ist ganz wichtig, aber dann ist sie am nächsten Tag trocken und wieder einsatzbereit. Kann die wirklich jeder benutzen? Auch ich denke jetzt mal an Jugendliche, an junge Menschen, ältere Menschen, schwere Menschen oder leichte Menschen? Genau, also wie gesagt,
Die hat ja unterschiedliche Größen, das ist natürlich wichtig. Der Druck ist, die Druck wird super rausgenommen. Das Material ist druckelastisch. Das heißt, der Druck wird, der gibt nach, aber stellt sich sofort wieder zurück. Die Rückstellkraft ist wirklich sehr gut. Die unterschiedlichen Größen haben natürlich auch unterschiedliche breite Gewölbeunterstützungen, auch unterschiedliche Länge natürlich. Diese Tieferlegungen sind auch für jede Größe individuell sozusagen, sodass Sie mit den Größen wirklich die ganzen Fußtypen abdecken können. Dann haben Sie eben gesagt, die ersten Minuten sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann gewöhnt man sich aber dran und genießt dieses Gefühl. Es kann zu leichten Muskelkater kommen nach dem ersten Tag, oder? Genau, weil der Clou an der Sohle ist nicht nur, dass sie den Mittelfuß massiert, die Fersensporn entlastet, sondern sie stärkt auch die kurze Fußmuskulatur, die wirklich essentiell ist für die Längsgewölbe. Ja. Die kurze Fußmuskulatur hält unsere Gewölbe fest oder in Position oder eben oben. Und wir können einfach hier das Gewölbe gut halten. Und wenn wir hier nämlich einen leichten Anstieg haben, ist es wie, als würden sie etwas bergauf gehen. Und das ist das typisch etwas ungewohnt am Anfang. Sie laufen aber ein paar Mal drüber. Mhm. Sie laufen bergauf ein bisschen und dadurch stärken sie ihre Muskulatur. Sie ist aktiv natürlich. So, ich muss ganz kurz dazwischen gehen. Wir sind gleich bei unter 400 Stück. Bitte? Wie lange ist gerade die Wartezeit? Über eine Minute? Oh, also passen Sie auf. Jetzt ist gerade etwas großer Andrang bei uns. Klar, weil Sie suchen ja schon lange nach einer Lösung bei Ihrem Fußschmerzen. Gehen Sie jetzt doch online auf unsere Internetseite channel21.de. Und wenn Sie eh gerade vielleicht Ihr Smartphone in der Hand haben, können Sie auch über die App bestellen. Channel 21, Ihr Teleshopping-Anbieter, gibt es auch als App. Und diese Greenfeed Einlegesohlen bekommen Sie exklusiv zum günstigsten Preis nur jetzt und hier. Sie können sie auch für die unverbindliche Preisempfehlung 39,99 kaufen, jetzt bei uns 27,99. Hier zeige ich gerade, wie Sie den Rand oben abschneiden können. Wenn Sie sagen, die sind ein bisschen lang, ist da extra oben eine Perforierung. Da gehen Sie dann einfach mit einer handelsüblichen Schere drüber. Was zeige ich hier gerade? Ist das die Dämpfung? Das ist die Fersendämpfung, richtig. Also, da sehen Sie also, das ist diese Faszienmassage, ne? Mittelfußbrücke, die eben die Faszie ausmassiert, genau die Sehnenplatte. Und im Vorfeld ist diese Spreizfußunterstützung, die das Quergewölbe des Fußes anhebt und unterstützt. Ja, und jeder Schuh, Sie nehmen die normale Sohle raus. In jedem Schuh kann man sie rausnehmen. Auch in Turnschuhen, Sneakern, ganz egal. Und denken Sie auch bitte an Ihre Kids, ja, Ihre Jugendlichen. Dann einfach die Sohle rein und jeder geschlossene Schuh, egal ob Männlein oder Weiblein, Lederschuh, egal welches Material, jeder Schuh wird zum Gesundheitsschuh. Egal ob der neu ist oder alt ist. Es ist Laufen wie ja auf Wolken, ganz neues Gefühl. Ja, wie barfuß auf einer Wiese, das finde ich auch Greenfeed. Hier sehen Sie nochmal der Fuß. Oftmals geht der Fuß in die Fehlstellung durch falsches Gehen, durch eine falsche Einlegesohle und dann verursacht der Fuß Schmerzen. Und genau da und auch gegen den Fersensporn setzen wir an mit der neuen Maximum Support Einlegesohle, ja, die wirklich ausgewogene Dämpfung gibt, angepasste orthopädische Form hat. Sie bietet eine sofortige Druckentlastung auf den Fersensporn und Sie können schmerzfrei gehen. Sollte es nicht so sein, haben Sie ein 30-tägiges Rückgaberecht. Rufen Sie jetzt an, wählen Sie jetzt gebührenfrei. In den letzten Minuten, dann ist die Sendung vorbei, dann gilt auch nicht mehr das Angebot der Stunde. Das gilt nur noch jetzt. Hier sehen Sie nochmal das beste Beispiel, Marco. Ja. Der Fuß ist immer in der richtigen Form, er kippt nicht mehr weg. Genau, also das wird einfach so gut unterstützt. In Kombination mit dem Schuh ist der Halt sogar nochmal besser. Und sie kippen nicht mehr nach innen, sie laufen gerade, das Fundament steht. Und die Menschen sind zufrieden. 27,99. Letzter Hinweis jetzt auf das Angebot der Stunde. Die Menschen sind zufrieden. Die sagen, dass sie angenehm sind. Dass sie einfach ein trockenes, schönes Fußklima bereiten. Und dass die Fußschmerzen weg sind. Passt toll, meine Füße sind erleichtert. Ist nur eine der Kundenmeinungen, die bisher beim Fachmann kaufen konnten. Was die alles schreiben. Hier, nun wieder den ganzen Tag schmerzfrei. Den ganzen Tag schmerzfrei. Ein Traum wird Wirklichkeit. Rufen Sie jetzt an. Wählen Sie jetzt die 0800 21, dreimal die 321. Noch 8 Minuten gilt der Angebot der Stundepreis. Ganz typisch, der Fuß knickt nach innen ohne Sohle. Genau, nach links sieht man es ganz deutlich. Der Fuß kippt komplett nach innen, rechts mit Einlage steht er viel gerader da. Das heißt, mehr Lebensqualität, Sie haben keine Schmerzen mehr, Sie bekommen keine Schmerzen. Präventiv gegen Senkfuß, Spreizfuß, gegen Fersensporn und wichtig auch gegen Rückenschmerzen. Also
Der Rücken wird auch gut gedämpft. Sie, selbst egal, auf welchem harten Boden Sie stehen, was Sie für harte Schuhe anhaben, Sie haben einfach ganz bequem, stehen Sie da und schonen Ihren Rücken. Probieren Sie es aus. Wir haben immer Doppelgrößen, 37, 38 bis 43, 44. Also auch Rückengeschädigte, so wie ich, habe zwei Bandscheibenvorfälle. Liebe diese Sohlen, weil sie so bequem sind. Probieren Sie es bitte aus. Es hat sich jetzt etwas entspannt an den Leitungen. Viele sind jetzt ausgewichen in die App oder auf channel21.de. Man kommt jetzt direkt wieder durch. Also ein Anruf genügt. Wer eben in der Warteschleife hing, jetzt bitte nochmal neu wählen. Die Anrufe werden kostenlos abgewickelt. Also 0800 ist immer eine gebührenfreie Nummer. Also schnell sein. Fassen wir nochmal zusammen. Jeder Schuh wird zum orthopädischen Schuh. Die Idee dahinter war, eine Druckentlastung zu haben für Menschen mit Fersensporn. Genau. Die Grundidee war tatsächlich, eine Einlegesohle mit die zwei wichtigsten Behandlungsmethoden zu kombinieren. Soll heißen, es gibt die Behandlungsmethoden über eine statische Einlegesohle, so wie ich sie als orthopädischer Schuhmacher produziere. Und das zweite war die Behandlung des Physiotherapeuten, der eben die Faszie, die Sehnenplatte eben massiert und streckt. Und wir haben das kombiniert eben durch eine Fersenentlastung im Übergangsbereich und gleichzeitig auch noch die Längsgewölbeunterstützung und dieser Mittelfußbrücke, denn diesen wie so eine Faszienrolle wirkt und den Fuß ausmassiert. Das zeigen wir noch einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Also, beschreiben Sie noch einmal die Sohle, die einzelnen Zonen. Bitte kurz, weil ein paar Minuten gilt nur noch der Preis. Fersenpolster hinten, man steht bequem weich. Fersensporenentlastung, ganz toll, weil einfach keine Schmerzen mehr da sind. Mittelfußbrücke zur Unterstützung des Längsgewölbes, zur Ausmassierung der Plantarsehne, der Sehne des Fußes, die wir vorhin gezeigt haben. Entlastung der Basis 5, des Höckelers 5 Mittelfußknochen, das einfach komfortabel ist, weil hier viel ansetzt. Und natürlich vorne die Spreizungsunterstützung, um den typischen Spreizungs einfach anzuheben und dadurch die 10 Grundgelenke so zu entlasten, dass wir hier wirklich keine Belastung mehr haben. Wenn ich in den nächsten 3 Tagen die Sohle zu Hause habe, was muss ich tun, um sie direkt zu benutzen? Schauen, ob es in den Schuh reinpasst, Decksohle herausnehmen, vorhanden. Einfach einlegen, Länge checken vorher natürlich, damit also durch die Decksohle. Normale Sohle raus, dann die einfach reinschieben. Genau. Zack. Na, so. Und dann ist der Schuh fertig, zack, und hat ein orthopädisches. Genau. Und reinsteigen und wohlfühlen. Nur noch anziehen und loslaufen. Das heißt, ich muss jetzt den Schuh nicht eine Nummer größer kaufen, denn ich nehme die Seriensohle einfach raus, genau, und gebe die rein. Es gibt natürlich auch ganz enge Schuhe, da wird es schwierig, wird es etwas eng. Aber der normale, klassische, geschlossene Schuh ist gar kein Problem. Ja. Geht sofort rein. Das geht auch bei Tonschuhen. Bei Sneakern vor allem, da kann man hervorragend die Decksohle herausnehmen. Die sind meistens auch unterpolstert etwas. Sie ersetzen 1:1 das Volumen. Das heißt, Sie haben keinen Platzverlust im Schuh. Der wird nicht zu eng, sondern er passt einfach wie angegossen und wird dann unterstützt sogar. Haben Kunden, die das erste Paar gekauft haben, auch oft die zweiten, dritten oder noch mal 5 Paar hinterher bestellt, weil sie nicht immer wechseln wollten? Es ist tatsächlich meistens so. Die Leute sind etwas bequemer. Und bevor sie groß hin und her wechseln, in der Früh, stellen sie sich vor, sie wollen in Arbeit, haben ein bisschen Stress, dann wollen sie nicht die Einlage wechseln. Man nimmt sie halt 2 und dann haben sie 2 und werden in jedem Schuh gut unterstützt. Also auch wenn Sie den ganzen Tag stehen müssen auf der Arbeit, ja, egal welcher Schuh, jeder geschlossene Schuh, nahezu jeder Schuh kann also zum orthopädischen Schuh werden. Marco, ein toller Erfolg heute in der Premierensendung. Freut mich wirklich und freut mich auch, dass Sie es so gut annehmen. Weil zeigt mir auch, dass wir Ihnen eine Last von der Seele nehmen. Die Last, die Sie bisher haben, zum Beispiel mit einem Fersensporn, mit Fußschmerzen. Und ja, Schmerzen, das ist alles andere als Lebensqualität. Und genau die wollen wir steigern. Die Lebensqualität mit einer Sohle. Und das können wir. Egal welcher Fußtyp, Marco. Genau. Ob normaler Senkfuß, Hohlfuß, Knäckplattfuß. Wir können alles gut unterstützen, entlasten. Und natürlich korrigieren, das ist das Wichtigste in dem Fall. 9902531 ist die Artikelnummer. Rufen Sie uns an, klicken Sie uns an, aber bitte nicht nach der Sendung, denn als Angebot der Stunde machen wir dieses Angebot nur in dieser Sendung. Sie bekommen bei jeder Bestellung Payback-Punkte, haben immer ein 30-tägiges Rückgaberecht. Bei uns gibt es alternative Zahlungsmöglichkeiten. Und hier nochmal das Ergebnis links. So laufen Sie bisher, rechts, so läuft man gesund. So läuft man mit der Einlegesohle, richtig. Also man kippt nicht so nach innen. Die Beinachse ist gerade, dadurch bleiben die Knie auch gerade. Knieprobleme beugt man dadurch auch vor. Genauso wie es auch irgendwann auf die Hüfte gehen könnte. Man sieht einfach, gerade auslaufen ist halt tatsächlich, ja, entspannter.
Ja, liebe Zuschauer, Sie werden anders durchs Leben gehen, steigern Ihre Mobilität, gehen wieder spazieren. Wir haben eben gelesen von einem Kunden, der schrieb, oder eine Kundin, in den Wanderschuhen. Hier oben ist ein Strich dran. Warum ist da ein Strich? Das sind ja Doppelgrößen und wir haben hier einfach die zweite Größe markiert. Wenn man jetzt keine Decksohle zur Hand hat zum Zuschneiden, können Sie einfach die Sohle an dieser Stelle kürzen, wenn sie zu lang ist. Also absolut individuell. Noch 1 Minute 40 gilt der Angebot der Stundepreis. Noch 2 Minuten nach der Sendung ist da auch gültig. Aber Sie sollten jetzt zum Telefon greifen und sich diese Sohlen bestellen. Und nochmal das Gefühl, wenn ich zum ersten Mal mit der Sohle in den Schuh gehe. Ein tolles Gefühl? Ein völlig anderes Laufgefühl, das kann man wirklich so sagen. Ja, weil der Fuß immer in die richtige Situation gebracht wird. Und das wirklich vom Marco Fahrtke empfohlen und entwickelt. Er ist Orthopädie-Schuhtechniker und er weiß, worauf es ankommt. Und diese Neuentwicklung haben wir exklusiv im deutschen Teleshopping. Der Gesundheitscheck ist darauf aufmerksam geworden. Und hier sehen Sie nochmal, dass der Fuß immer in der richtigen Zone das richtige, ja, die richtige Abteilung hat quasi. Ja, jeder hat Bereich, hat eine eigene Entlastung natürlich. Rückfuß, Mittelfuß, Vorfuß, jeder hat einen Entlastungspunkt, alles grün dargestellt. Und bisher gab es immer nur entweder für das, für das, für das und wir haben eben alles bedacht. Genau, also wir haben den kompletten Fuß einfach schön weich entlastet. Wir unterstützen ihn an den richtigen Stellen. Die Sohle ist nicht zu dick, sie trägt nicht zu stark auf. Sie stehen bequem, sie haben keine extra Belastung im Schuh, weil die Sohle sehr leicht ist. Sie ist waschbar, also rundum tatsächlich eine gelungene Sohle, die Ihnen einfach weiterhilft. 9902531, rufen Sie jetzt an, klicken Sie uns an, gehen Sie in die App. Sie werden in den nächsten 3 bis 5 Tagen die Sohlen da haben. Sie sehen, es sind nur 5-Sterne-Bewertungen. Bisher konnte man sie nur bei Ihnen direkt kaufen, genau. Jetzt bei uns. Wir haben eine größere Menge genommen, wir haben den besten Preis am Markt, 27,99. So, ganz liebe Grüße schicken wir.